Hallo Leute draußen, hier ist der einsame Wanderer. Gute Nachricht am Anfang. Morgen finde ich jemanden, der mir OBS beibringt, weil ich selber leider nicht kompetent genug war, das selber hinzukriegen. Ich möchte euch heute noch mal ein ganz kurzes Ding mitgeben. Ich finde es tierisch lustig eigentlich, aber es ist irgendwo auch traurig. Und deshalb gebe ich euch den Artikel noch mal mit. Also, ich muss schon lachen, wenn ich drüber nachdenke. Ich hab's unter Telegram gesehen, aber es ist auch auf die junge Freiheit. Sachsens SPD besteht auf Extramülleimer für menstruierende Männer. Ja, kurz mal wirken lassen. Einfach mal wirken lassen, ja? Gut, gehen wir mal rein, das ganze Ding. Tja, was lesen wir da? Der Sächsische SPD-Landesverband hat seine Forderung verteidigt, auf öffentlichen Toiletten Mülleimer für Hygieneprodukte von menstruierenden Männern aufzustellen. Es mag für manche schwierig zu verstehen sein, aber nur weil es um Probleme geht, die nicht die Mehrheit betreffen, sollten sie trotzdem nicht ignoriert werden. Das hat nichts mit Klientel zu tun, sondern mit Menschlichkeit, schieben die sächsischen Sozialdemokraten am Sonntag auf Twitter. Geschrieben. Also, Nummer 1. Erstes Statement von mir. Wenn ich das Ziel hätte, eine Partei unter 5% zu bringen, dann würde ich genau so etwas tun. Also, kurzum, ich sag's gleich, ich halte es ja für den völligen Schwachsinn. Da fragt man sich, ob die Grünen irgendwie U-Boote in die SPD eingeschmuggelt haben, nach dem Motto, komm, unterwandert die mal, damit wir die Wahl gewinnen und sie ins Bodenlose abstürzen. Gut, die haben jetzt genug Probleme mit Baerbock, das wird vielleicht dann doch nichts, aber gehen wir mal logisch vor. Ich weiß, es gibt diese Gender-Geschichte und mit den ganzen Geschlechtern, aber wir müssen realistisch bleiben. Irgendwo gibt es auch schon, also ich kann mir viel vorstellen, ja, dass ich ein Auto bin oder sonst was, oder ein Bagger oder so, ja, oder eine Frau oder keine Ahnung, oder binär oder ich weiß es nicht, aber irgendwo bremst die Biologie doch. Ja, also man kann nicht in Abrede stellen, es gibt die Biologie, es gibt Körper und es gibt dann halt Dinge, die durchaus männlich erscheinen und die durchaus weiblich erscheinen. Und vielleicht gibt es auch mal Leute, die beides haben, aber so vom Prinzip her würde ich jetzt die steile These einfach mal äußern, Männer menstruieren nie, also eigentlich gar nicht. Also von daher ist dieser Antrag offensichtlich Schwachsinn. Jetzt müsste man eigentlich denken, dass ein normal denkender Mensch sagt, was wollt ihr für einen Antrag machen? Moment, das macht doch gar keinen Sinn. Gut, nicht bei der SPD offensichtlich. Bei der SPD geht so ein Ding also durch. Nochmal, Männer menstruieren nicht. Nie. In keiner gearteten Weise. Und auch wenn ich mir als Mann vorstelle, ich wäre eine Frau. Ich menstruiere trotzdem nicht. Das muss man einfach so klar festhalten. Das ist auch keine Sache der Minderheit, weil eine Minderheit müsste mehr als null betragen. Hier gibt es aber genau null Leute, die das betrifft. Es sei denn, ich schneide mir irgendwas auf. Würde ich jetzt aber für unrealistisch halten. Gut, gehen wir mal weiter in den Artikel durch. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post äußerte gegenüber der Bild-Zeitung sein Unverständnis darüber. Die machen eine Politik für Minderheiten in der Hoffnung, dass die Summe daraus eine Mehrheit ergibt. Das ist das Kernproblem der SPD und speziell der Landesverbände, die nah an den 5% sind. Und je näher sie dran sind, desto irrer wird es. Ja, das ist eine Kritik, die sie wirkt doch relativ realistisch, wenn man darauf guckt. Auf Twitter legte Post nach und fragte, welche Antragskommission so einen Schwachsinnsantrag überhaupt zur Beratung zulasse. Appellierte an den Landesverband, endlich die wahren Probleme anzugehen. Ja, korrekt. Ich muss dem Herrn Post recht geben. Wer? Schreibt so einen Antrag? Der muss ja schon wirr sein. Aber das Schlimme ist noch, dass das hier offensichtlich durchgeht. Da haben ja offensichtlich wahrscheinlich mehrere Leute drauf geguckt. Und das Ding geht trotzdem durch. Das ist das eigentlich Irre daran. Ja, was soll ich dazu sagen? Und dann müssen wir auch nochmal sagen, nehmen wir mal an, Männer könnten menstruieren, ja? Nehmen wir das mal für einen Moment an. Dann wäre es in der Lage, die wir jetzt haben, mit all den Problemen, die Deutschland hat, mit drohender Arbeitslosigkeit, Wirtschaftskrise,
der Cerveza-Geschichte, ihr wisst schon, das Ding mit dem C und so, das ich nicht nennen kann, weil ich sonst gesperrt werde, dann wäre es doch ein sehr marginales Problem. Ja, das muss man sagen. Es wäre jetzt nicht der große Wurf. Auch das müsste man, selbst wenn man daran glaubt, klar erkennen. Ja, mir fällt dazu ehrlich gesagt nicht viel ein. Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwen gibt, der darauf einen Kommentar verschwendet hat. Ich gucke mal Just So Fun nochmal nach. Nee. Also offensichtlich bei allen anderen Leuten ist da auch das blanke Unverständnis. Ich kann es nicht verstehen. Ich sage nur aber so, SPD, toi toi toi, auf dem Weg zur 5%-Hürde. Ihr schafft das. Bis demnächst. Euer Wanda.